ne, ist Windpark Auras mit den schönen V162 und 150 und ja, ich lese nachher alles. Leider stehen sie noch still, aber dafür haben wir richtig Bombenwetter. Wir haben ja übrigens viele verschiedene Vestas-Typen, glaube V80, V90, V126, V136. War das hier der Windpark? Ich weiß es nicht, nicht, dass ich es durcheinander bringe. Wie sieht denn aus hier? Ich lese gleich die ganzen Daten vor. Bin ich da, wenn ich rechts habe, jetzt nicht in Auras. Ja, cool, die V136 dreht sich auch. Ja, V126 haben wir, V80, V90, so war das in den Dreh. Da sind V90 mit Quietstreamer, also nicht die ganz alten. Die MK8, ach, ich fange gar nicht an damit. Ich bring's nur durcheinander. Das hat es mir schon mal richtig gut erklärt, aber naja. Aber hier die eine, Vestas, welche ist denn das? Ist das, die 100, das ist die 115 dann, oder? Die steht schon im Wind. Vielleicht startet die noch oder nicht. Oder die beiden 162er. Aber so ein Unterschied ist eigentlich gar nicht zwischen 150 und 162. Maschine aus müsste ja selber sein. Leistung haben sie selber. Ich glaube 5,6 Megawatt. Stehen alle auf dem Hybridturm. Max Bögel. Jo. So sieht das aus. Sehr schön. Ja, links abbiegen mache ich. Ich werde jetzt gerade ausgefahren. Cool, AWX spielt das Wetter mit. Wenn sich jetzt noch gedreht hätten, wäre natürlich richtig cool, aber gut, man kann nicht alles haben. Aber dafür ist das Wetter. Es ist trocken, es war kalt, aber sonst alles gut. Gehen wir hier, fahr ich hier hin, mal gucken. So, da ist die V162. Was für ein Riesenteil, war? Ich glaube 169 Meter Namenhöhe oder sowas hatten die. Ja, sieht jetzt auch nicht anders aus als die 150er, finde ich. Nur, dass er halt einen größeren Rotordurchmesser hat. Da hinten ist die andere. Ich will jetzt auch nicht bis hin. Hier ist noch so ein UFO-Teil, so eine Kamera. Klar, hier ist noch Bagger und alles. Wegen Diebstahl. Kann man ja verstehen. Nur wenn ich jetzt hinlatsche, da wird das Ding wahrscheinlich sprechen. Verpiss dich. Oder entfernen Sie sich, sonst kommen wir mit der Polizei oder keine Ahnung. Ja, ich kann ja mal die Daten vorlesen, was druckt. Windpark Auras von 2006 bis jetzt. Bis 21 haben sie gebaut. Wir haben eine Enercon E53. Dann Vestas V80, 2 Megawatt einmal. Das ist die mit. Nee, das ist. Nee, nicht mit Qualt. Quatsch, was erzähle ich da? Die alte halt, ne? Dann haben wir Vestas V90, 2 Megawatt mit 4 mal Vestas V90 mit 2 Megawatt. Dann haben wir eine V126 mit 3,3 Megawatt. Eine Vestas V136 mit 4,2 Megawatt. Dann Vestas V150, 5,6 Megawatt. Und zweimal Vestas V162 mit 5,6 Megawatt. Das müssten oder das sind die allerersten in Deutschland, die V162 hier. Also quasi zwei Prototypen, kann man so sagen, sind die ersten, die hier stehen. Ich meine, die sind schon alle schon überall jetzt am Bauen, aber das sind die allerersten, die hier stehen. Sehr geil. Grüße gehen nochmal raus an Lars. Der hat mich ja immer informiert. Ich habe ja noch ein paar Bilder, wo sie die errichtet hatten. Mit Kran und so. Kann ich aber kurz zeigen. Uno Momento. So, da sieht man sie, ne? Wie der Kran noch dran war. Hier siehst du quasi ein Stück weiter davor. Also so wie ich jetzt hier so ungefähr stehe. Hier siehst du ein Stück Turm, den Hybrid von Max Bögel. So, hier nochmal ein Dunkeln. Wie geil das aussah. Oh, ich wäre gerne hier gewesen. Mega. Da gehen sie, glaube ich, gerade das Getriebe hoch. Ja. So sieht es aus. Da nehmen sie es rein. Ja. Ja. Ja, im Prinzip ist es die 115 nochmal, kann man so sagen. Tja, so halt, ne? Tja, ansonsten hier siehst du ja verstreut die Anlagen. Überall ist ja auch Wald. Ich werde mich jetzt zur nächsten stellen dann. Mal gucken. Jetzt bin ich mal ein Stück weggefahren. Hier steht die V90 mit Quietstreamer oben drauf. Also die neuere von denen. Nicht die alte, wie war mal. Da hinten, die da. Mit diesem Design. Da. So was, ne? Ja, da ist eine 126er. Das müsste hier die 136er sein. Glaube ja, ja, das ist die 136er hier. Die Vestas. Da hinten haben wir die E53. Und dann siehst du hier schön die beiden rechts, die beiden 163er und links die 150er. Tja, schade. Wenn die alle sich dann drehen, das ergibt so ein geiles Bild. Und vor allem die Gene. V90 hier davor noch, ne? Heftig. Die wirkt von weiter weg richtig winzig.
schon schön. Wie gesagt, ich wollte letztes Jahr unbedingt hierher fahren, aber das Wetter hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und bei so einem richtig bekacktes Wetter macht das ja auch nicht so einen Spaß wie heute bei dem blauen Wetter, blauen Himmel. Ist das schon cool. Tja. Naja, so sieht das aus hier. Da hinten haben wir noch die Vestas. Schon geil. Mega. Ja, da hinten sind noch zwei Repower auf Gittermast. MD-77 sind das. Das hat er mir auch noch gesagt. Ja. Da ist die Enercon. Wir fahren nochmal hier rechts drin. So unvorstellbar eigentlich, wie die Anlagen wachsen. Da bist du nur noch ein kleiner Popel als Mensch, wenn du davor stehst. Ist so heftig. Ja, das wird bestimmt nicht mehr lange dauern, dann sind die am Netz, denke ich mal. Vestas ist ja immer fix. Hier bin ich vorne rein, jetzt fahre ich mal hier weiter. So, da ist die 150er. Also ich finde jetzt keinen Weg dahin, außer hier sowas. Aber da fahre ich jetzt nicht rein. Ich glaube mal, ich war vorhin auf dem richtigen Weg, aber man darf da glaube ich gar nicht rennfahren, weil wo ich rausgefahren bin, ich kam von einem anderen Weg, von der Seite. Und da stand noch ein Baustellenschild, dass Durchfahrt verboten ist. Also, ja, keine Ahnung. Ist ein bisschen verwirrend manchmal. Jetzt bin ich hier im Wald. Und da war richtig kalt. Ja. Wie sieht denn der Weg aus hier? Ja, ich hätte drin fahren können, aber bringt mir auch nichts. Na egal, ich werde jetzt gleich mit der Drohne fliegen und dann ist das gut. Ihr kennt sie ja, die 150er. Von Drosa, da hat sie sich so gedreht. Ja. Knostern schön, wa? Die gute. Ist das so normal? Junge, das Rotorblatt, guck das an, das kommt schon fast zur roten Markierung. Und das bei der Namenhöhe von 169 Meter. Wahnsinn. Dann bin ich mal gespannt mit der Drohne, dann bin ich auf Liege. Geil. Heftig. Ja, von roter her könnte das. Was sieht man jetzt auch schlecht? Die Sonne blendet mich wie Sau. Habe ich das vorhin falsch gesagt? Vielleicht mit den 150er, dass das die 150er ist und das die 162er? Kann auch sein. Also verzeiht mir. Da habe ich dann einen Fehler gemacht. Oder ist das die 150er? Ja, sag mir das jetzt einfach mal hier. Wie soll ich denn das jetzt unterscheiden hier mit den Maschinenhäusern? Sehen alle gleich aus. Du siehst es nur am Rotor, aber von hier sehe ich das echt schlecht. Die hat drei Fenster hinten drin. Oder gibt es da doch Unterschiede? Auch drei Fenster. Und die hier hat auch drei. Ja, nun sag mir mal, wie ich das sehen soll. Okay, das ist dann die Vestas V162, wo ich gerade drunter stehe. Ich bin jetzt hier durch den Wald durchgekommen. Sie ist registriert bei der NIS. Namenhöhe 169 Meter. Mit 6000 kW ist sie registriert, aber eigentlich sollten sie ja nur 5,6 haben, ne? Hm. Fast fährt. Was steht denn noch dran? Junge, hat die Schlappen drauf, ey. Ja, hier könnt ihr es nochmal sehen. Vestas V162 steht da mit 6 Megawatt. 169 Meter Namenhöhe, 6000 kW. Jo. Naja, so, da ist er wieder. Zurück. Also da hinten war ich eben. Bei der 162er. So. Bei der stand ich als erstes, wo ich gefilmt habe. Und dann könnte sein, dass das die 150er ist, die erste hier vorne. Und dahinter noch eine 162er, die sich überhaupt jetzt noch nicht dreht. Habe ich halt Mist erzählt am Anfang, wenn das so ist. Weil ich erkenne das jetzt nur, wenn die alle dieselbe Namenhöhe haben von 169 Meter. Da der Flügel, jetzt kommt er gleich nochmal rum, hier siehst du es schön, der kommt auf diesen Hybrid runter da. Siehst du das? Auf die Kante dann noch, ne? Da, zack, vorbei. Das schafft der Flügel nicht da, ne? Da ist noch ein bisschen Platz. Sieht man das? Ja. Da. Sieht man ganz gut. Da fehlt noch ordentlich was. Sind ja um die 12 Meter so, was da fehlt. Ja, und bei da hinten sehe ich es jetzt nicht, weil der Flügel sich überhaupt nicht dreht. Wo sind die jetzt? Da. Ich denke mal, ja. Hinten sind die 162. Man sieht das jetzt echt doof, weil die jetzt auch so steht.
Wenn jetzt alle gleich so stehen, dann würde man noch den Unterschied besser sehen mit einem Rotdurchmesser. Aber so sieht man das echt schlecht. Tja. Echt doof. Wenn der Flügel mal weitergehen will. Aber ich denke mal, hier vorne ist die 150er. Würde ich jetzt so behaupten. Ansonsten, ja, tut es mir leid, wenn ich falsche Aussagen gemacht habe. Ich bin auch nur ein Mensch. Das ist halt manchmal echt schwierig. Vielleicht sieht man es aus der Luft noch mal besser. Ich werde gleich mal fliegen. Ja, hier siehst du noch schön Unterschied zwischen V90 Quietstreamer, das sehe ich jetzt. Und dann ja, die V150. Auf jeden Fall haben wir hier 6 verschiedene Vestas-Anlagen. Beziehungsweise auch 7. Wir haben hier V80, den haben wir V90, die alten. Da haben wir auch eine neuere V90 mit Quietstreamer oben drauf, also mit einem Spoiler, Topcooler, wie auch immer. Dann haben wir noch die 126er. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Da vorne dann. Ist er das? Ja. Und hier dann die 136er. Da siehst du auch an den Flügeln, die biegen sich noch ein bisschen mehr. Sieht man das ganz gut, ne? Dann hast du ja die 150er, welche auch immer das ist. Und die 162er. Also es ist eine gute Auswahl hier an Vestas-Anlagentypen. Finde ich gut. Gefällt mir. Aber hier siehst du den Unterschied eigentlich ganz gut. Da muss ich auch nicht hinfahren, das sehe ich so. Obwohl es auch nur 10 Meter Unterschied sind mit Rotdurchmesser dann, ne? 136er und 126er. So, hier seht ihr sie nochmal. Vordergrund die V90, die kleine. Kleine Süße. Und dahinter dann die Riesenanlagen. There've been a sea.